Der Dollar ist immer noch, nicht nur in den USA, sondern auch wenn es um internationale Geschäfte, zum Beispiel mit Rohstoffen geht, mit Abstand die meistgenutzte Währung. Und außerdem haben die meisten Staaten der Welt Verbindlichkeiten, die ausschließlich in US-Dollar beglichen werden können. Von dieser weltweiten Dollardominanz wollen sich aber immer mehr Länder lösen. Und deshalb sucht vor allem der immer mächtiger werdende Verbund der BRICS-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, nach Alternativen. Die Pläne, den Dollar als vorrangige Weltreservewährung abzulösen, werden zwar, wie es scheint, immer konkreter, aber durchblicken, was wirklich geplant ist, lässt man noch nicht. Doch jetzt sieht es so aus, als würde sich der Nebel im August endlich lichten. Denn dann findet in Südafrika das große Treffen der BRICS-Staaten statt. Was wir von diesem Treffen erwarten können und welche Möglichkeiten im Raum stehen, erfährst du, wenn du jetzt dranbleibst. Wusstet ihr eigentlich, dass die BRICS-Staaten vor 2010 noch kein S am Ende hatten und folglich BRICS-Staaten hießen? Das S kam nämlich erst dazu, als Südafrika im Jahr 2011 das erste Mal bei einem Treffen des Staatenbundes dabei war. Und das war auch die einzige Erweiterung, die das Bündnis bis jetzt gesehen hat. Das könnte sich aber schon in Kürze ändern, denn laut dem russischen Vize-Außenminister Sergei Rabkov gibt es im Moment sage und schreibe 16 Bewerber, die den BRICS-Staaten gerne beitreten wollen. Und einigen dieser Anträge gegenüber zeigt man sich wohl mehr als offen. Rabkov machte zwar keine Andeutungen, in welchem Ausmaß oder wann genau die Erweiterung stattfinden wird, jedoch sagte er, Zitat, dass sich die Zeit nähert, in der wir eine BRICS bekommen werden, die in der einen oder anderen Form auf den verschiedenen Kontinenten noch stärker vertreten sein wird. Und dass es bei dieser Erweiterung aller Voraussicht nach keine Beschränkungen auf den Ort, das Format, die Qualität oder den Umfang geben wird. Um welche Länder es sich bei diesen 16 Kandidaten genau handelt, wird nicht gesagt. Jedoch ist schon länger bekannt, dass Länder wie zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien und auch Nigeria großes Interesse zeigen und zum Teil auch schon offizielle Anträge für eine Aufnahme gestellt haben. Welche der genannten Länder dann wirklich eine Zusage erhalten werden, wird die Zukunft zeigen. Und ich nehme mal an, dass wir zu diesem Thema wahrscheinlich nach dem Treffen, das am 22. August in Johannesburg, Südafrika stattfinden wird, mehr wissen werden. Jedoch ist der Beitritt neuer Mitglieder nicht das Hauptthema, das auf dem Gipfel diskutiert werden soll. Denn hauptsächlich soll es wohl darum gehen, wie man mit der Erschaffung einer neuen Gemeinschaftswährung, die für den internationalen Handel vor allem mit Rohstoffen wie Öl und Gas genutzt werden soll, die Vorherrschaft des Dollars als Weltreservewährung angreifen kann. Viele Länder, vor allem in Süd- und Lateinamerika, haben in letzter Zeit schon den Wunsch geäußert, dass sie sich gerne unabhängiger von den USA und somit vom Dollar machen würden. Und ein Beitritt einiger arabischer Staaten könnte hier vermutlich ein Gamechanger sein. Eine Weltreservewährung steigt und fällt nämlich hauptsächlich mit dem Umfang, in dem sie für Rohstoffgeschäfte genutzt wird. Eben für Rohstoffe, die jeder braucht. Denn wenn man zum Beispiel Öl nur noch mit der vielleicht bald existenten BRICS-Währungen erwerben könnte, dann bliebe Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland ja nichts anderes übrig, als die jeweilige Währung zu nutzen. Denn Öl wird nach wie vor fast in jedem Industrieprozess benötigt. Wenn also in Anführungszeichen nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dem Staatenbündnis der BRICS beitreten würden, dann wären in den Top 10 der Ölförderländer mit Saudi-Arabien, Russland, China, den Emiraten und Brasilien schon 5 Mitglieder der BRICS-Staaten vertreten. Und das würde die zwangsläufige Nutzung und damit die Etablierung einer gemeinsamen Währung als Weltreserve deutlich vorantreiben. Schon 2014 wurde von dem Staatenbündnis rund um Russland und China mit der New Development Bank, zu Deutsch Neue Entwicklungsbank, eine internationale Alternative zu den westlichen Pendants Internationaler Währungsfonds und Weltbank gegründet. Und letztens bei einem Besuch dieser in Shanghai ansässigen Bank sagte der brasilianische Präsident Luis Lula folgendes. Warum kann eine Institution wie die BRICS-Bank nicht eine Währung haben, die die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und China, zwischen Brasilien und allen anderen BRICS-Ländern finanziert? Wer hat entschieden, dass der US-Dollar die Handelswährung nach dem Ende der Goldparität ist? I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Der brasilianische Finanzminister Fernando Haddad äußerte sich im Zuge dieses Besuchs bei der neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten ähnlich. Er sagte, der Vorteil bestünde darin, dass die Zwangsjacke vermieden wird, die dadurch entsteht, dass Handelsgeschäfte zwangsläufig in der Währung eines Landes abgewickelt werden müssen, das nicht an der Transaktion beteiligt ist. Damit meint er natürlich die USA. Russische Politiker und auch die Chefin der russischen Zentralbank äußern sich ähnlich. Diese sagte sogar vor kurzem, dass man den rechtlichen Rahmen für ein Experiment mit einer Kryptowährung für den internationalen Handel vorbereite. Was das für eine Kryptowährung sein könnte, steht noch in den Sternen. Und auch die Frage, mit was sie denn gedeckt werden wird. Gold, Öl oder gar wie die neuen staatlichen Mining-Bemühungen Russlands in Partnerschaft mit BitRiver mutmaßen lassen, mit Bitcoin? Wie ihr seht, gibt es diesbezüglich noch viele offene Fragen, die vielleicht zumindest teilweise, wie ich hoffe, am 22. August in Südafrika geklärt werden.
Klar ist, dass so eine Konkurrenzwährung zum Dollar die weltweite Finanzwelt heftig ins Wanken bringen würde. Und dass sich so viele Staaten vom Dollar unabhängig machen wollen, lässt es immer mehr so aussehen, dass wir vielleicht sogar kurz vor dem Ende der US-Dominanz im Welthandel und somit womöglich auch vor einer neuen wirtschaftlichen Ordnung stehen. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, die BRICS-Staaten werden uns schon sehr bald mit einem massiven Vorstoß überraschen und mit einer neuen Währung den US-Dollar angreifen? Und könnte es sein, dass man damit vor allem durch einen Beitritt weiterer wichtiger Ölförderungsländer sogar Erfolg haben könnte? Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Wir leben auf jeden Fall in einer sehr aufregenden Zeit und wenn du in Zukunft nichts Spannendes zu diesem Thema, aber auch generell zu Bitcoin und den digitalen Zentralbankwährungen der Gegenseite mehr verpassen willst, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren, mir wenn du magst noch eine kleine Spende für meine Arbeit dalassen und vor allem beim nächsten Video auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, euer Kryptoprinner.